Vier Knöpfe und drei Köpfe. Thomas Widrat, Detlef Wiedeke und Rolf Köhler basteln an einem neuen Hit. Die Truppe nennt sich Systems in Blue und ihr neuer Song heißt Magic Mystery. Klingen soll er so wie die Chartbreaker aus den 80er Jahren. Ja, hier so eine Grundtonhöhe. Ja, kommt uns irgendwie bekannt vor. She's my magic mystery. Maybe it's the time for you and me. Und auch der Refrain des neuen Songs, diese Stimmen, irgendwoher kennen wir sie. An der Wand im rustikalen Studio goldene Schallplatten und sogar Platin. Modern Talking lesen wir da und Detlef Wiedeke. Mit herzlichem Glückwunsch von Dieter Bohlens Plattenfirma BMG. Sie beide haben jede Menge Gold- und Platin-Schallplatten bekommen für Modern Talking. Wofür haben Sie die gekriegt? Für unsere Mitwirkung bei allen Modern Talking-Alben bis zum Jahre 2000 als Sänger. Als Sänger? Hat Herr Bohlen auch als Sänger mitgewirkt? Darüber kann ich Ihnen leider nichts sagen, weil da gibt es eine Vereinbarung, darüber kann ich nicht sprechen. Herr Köhler, können Sie dazu was sagen? Ich bin auch an diese Vereinbarung gebunden und darf darüber nicht reden. Modern Talking, kein Duett, sondern ein Quintett. Also es gibt eine Kassette von Herrn Bohlen, wo er eine Melodie gesungen hat und irgendwelche Akkorde dazu gespielt hat. Und daraus haben dann verschiedene Arrangeure, unter anderem auch wir, dann entsprechend irgendwie die Nummern gebastelt in seinem Sinne. Wenn Herr Bohlen das, was bei Milli Vanilli passiert ist, als kriminell bezeichnet, ist es dann gerechtfertigt, auch das, was bei Modern Talking und Blue System passiert ist, kriminell ist? Ja, er hat es ja als kriminell bezeichnet. Wenn man seine moralischen Maßstäbe ansetzt, müsste man es so interpretieren, ja. Aha, Blue System.